so hitzige Diskussionen. Ich habe schon mal die Verknüpfungstafeln vorbereitet. An der Tafel finden Sie die Verknüpfungstafel für Z4 mit der Restklassenmultiplikation und Z5 mit der Restklassenmultiplikation. Gucken wir uns mal genauer an. Also Frage Nummer 1, sind diese Strukturen abgeschlossen? Ja, wer kann eine Begründung dafür liefern? Begründung, warum sind die abgeschlossen jeweils? Ja? Genau. Es tauchen keine neuen Elemente auf. Aufgepasst, es geht hier um Restklassen. Wenn ich jetzt hier reinschreiben würde, Restklasse von 8, dann wäre das auch kein neues Element, weil das ist ja ein und dasselbe Element, wissen wir. Restklasse von 3 ist dasselbe wie Restklasse von 8. Aber es taucht nicht sowas auf wie ein halb oder Wurzel 2 oder so. Ne? Okay, also abgeschlossen, check. Assoziativ sind sie. Sieht man wieder nicht an der Tafel, kann man sich aber überlegen, wenn man es allgemein beweist, so wie wir es vorhin bewiesen haben, kann man sich vorstellen, dass man die Multiplikationsdefinition wieder anwendet, das Ganze unter den Strich zieht, dann die Assoziativität in den ganzen Zahlen verwendet, der Multiplikation dann wieder zurückrechnet. Geht. Check. Ist assoziativ. Also beide Strukturen sind Halbgruppen. Wie sieht es mit dem Neutralelement aus? Was ist denn das Neutralelement? Ja? Es gibt keine Zahl, nicht gibt, wo die gleiche Zahl nochmal für sich rauskommt. Nämlich? Also die 1 wäre ja das obligatorische gewesen, aber die 0 verhindert es. Die 1 wäre das obligatorische gewesen, meinen Sie. Also 1 ist das Neutralelement bei der Multiplikation. Die 0 verhindert das. Warum? Ja? Die 0 verhindert doch nur, dass wir ein Inverses haben, aber die Neutralität ist auch schon gegeben. Sehr schön. Alle Elemente mit 1 malen, wir halten ja das eigentliche Element. Genau. 1 ist das Neutralelement. Es gibt tatsächlich ein Neutralelement, die 1. Denn auch bei der 0, ne? 0 mal 1 ist 0, 1 mal 1 ist 1, 2 mal 1 ist 2, 3 mal 1 ist 3. Die 1 bewirkt das Folgende, es wird diese Spalte hier hin kopiert. Beziehungsweise die 1 bewirkt, dass diese Zeile hier hin kopiert wird. Die 1 ist das Neutralelement. Auch da. Also Neutralelement, check. Wir sind fast am Ziel, oder? Fast haben wir die Gruppe. Wie sieht es mit den inversen Elementen aus? Gibt es zu jedem Element ein inverses Element, sodass ranverknüpft das Neutralelement rauskommt? Ja. Wenn ich das Ganze zurückwirf, die ganzen Zahlen, bräuchte ich jetzt eine andere Zahl über den Kehrwurf und der liegt in den ganzen Zahlen, deswegen haben wir keinen inversen. Achso, Sie meinen, man braucht den Kehrbruch. Herr Brücher haben wir nicht, das stimmt natürlich. Aber vielleicht gibt es ja andere Elemente, sodass... Ne? Sie denken jetzt in den kompletten ganzen Zahlen, ne, da bräuchte man einen Kehrbruch bei der Multiplikation, aber hier wiederholt sich ja alles irgendwie wieder. Ne? Da können ja auch kleinere Elemente in Anführungszeichen rauskommen, dadurch, dass man zum Beispiel hier, ne, 3 mal 2 kommt auch 1 raus. Ah, kommt das Neutralelement raus, die 1, ohne dass ich einen Bruch habe. Ne? Okay. Gibt es inverse Elemente zu jedem Element? Ja? Weil? Gibt nicht? Genau, die 1 taucht nicht in jeder Zeile und jeder Spalte auf. Das heißt, insbesondere hier bei der 0. Ne? Es gibt für die 0 kein inverses Element. Es gibt kein Element, das ich an die 0 ran multiplizieren muss, sodass 1 rauskommt. Genauso hier, steht keine 1 da drin. Also die 0 ist ein echter Problemfall bezüglich der Inversen. Also, Zm mit der Restklassenmultiplikation ist eine Halbgruppe, aber keine Gruppe. Es ist sogar eine kommutative Halbgruppe, ne? Weil das Kommutativgesetz gilt, kann man auch sagen, es ist eine kommutative Halbgruppe. Und sie haben sogar ein Neutralelement, das heißt Zm mit der Restklassenmultiplikation sind kommutative Halbgruppen mit Neutralelement. Und weil man bei der Multiplikation das Neutralelement auch 1-Element nennt, kann man auch sagen, das sind kommutative Halbgruppen mit 1-Element.
aber keine Gruppen, weil es keine inversen Elemente gibt. Sie erinnern sich aber, bei Q haben wir uns mit einem Trick beholfen. Wir haben die 0 rausgenommen. Wie sieht es denn da aus? Wir nehmen die 0 raus. Wenn ich die 0 weglasse, kriege ich dann eine Gruppe? Ja? Nein, komme ich nicht. Weil? Beim ersten Beispiel sehe ich dann auch die 2 gleichen Werte. Genau. Wenn ich die 0 weglasse, also nur diesen Teil hier betrachte, ne? Dann gibt es für die 2 trotzdem kein inverses Element. Die 2 hat kein inverses. Ja? Mhm. Hier geht's, ne? Da geht's. Das heißt, bei Z4, wenn ich 0 rauslasse, also Z4 ohne Restklasse 0 betrachte, mit der Multiplikation, habe ich trotzdem keine Gruppe, weil es für die 2 kein inverses Element gibt. Kommt nirgends die 1 raus, ne? Wenn ich bei Z5 die 0 rausnehme mit der Multiplikation, habe ich eine Gruppe. Denn Sie sehen, in jeder Zeile und jeder Spalte kommt hier die 1 vor. Das ist eine total spannende Sache, mit der wir uns in Zukunft noch befassen werden. Die Frage, wann oder für welche M ist denn ZM eine Gruppe? Ja. Vermutung. Vermutung, wunderbar. Ja, alle Ungeraden, also M ungeraden, also ohne die 0 jeweils, ergibt es eine Gruppe. Das ist eine gute Vermutung. Für alle M, die ungerade sind, also bei allen ungeraden M, ist ZM mit der Multiplikation eine Gruppe. Prüfen Sie mal Z9. Nicht jetzt, zu Hause. Z9 ausprobieren. Ich verrate Ihnen, wird nicht gehen. Denn in Z9 gibt es, halten Sie sich fest, für die 3 kein inverses Element. So. Vielleicht kriegt jemand schon von Ihnen eine Idee, woran das liegen könnte. Für welche M könnten wir vermuten, gilt das, dass ZM ohne 0 mit der Multiplikation eine Gruppe ist? Ja? Für M Primzahl. Oh, ist das schön, oder? Ah, oh, super, da wird man so richtig glücklich, oder? Da kriegt man Adrenalinstöße und, nicht Adrenalin, Quatsch, wie heißt dieses Glückshormon? Endorphin, ja, echt? Bitte? Ist ja völlig wurscht, wegen Primzahlen, ne? Genau. So, ein Begriff noch. Das hier ist auch eine total spannende Stelle. 2 mal 2 gleich 0. Wo hat man sowas schon mal, ne? Dass man 2 Zahlen miteinander multipliziert, die beide nicht 0 sind, und es kommt 0 raus. Gibt es doch eigentlich normalerweise nicht. So etwas nennt man Nullteiler. Also wenn ich 2 Zahlen A und B miteinander multipliziere und weder A noch B sind 0 und es kommt 0 raus, ja, dann sind beide Zahlen Nullteiler. Das heißt hier bei Z4 ohne 0, achso, im Übrigen, wenn ich die 0 rausnehme, und nur Z4 ohne die 0 betrachte mit der Multiplikation, bin ich schon nicht mal mehr abgeschlossen. Dann kommt ja die 0 hier raus. Und die 0 ist ja gar nicht in der Menge drin, wenn ich die 0 rausnehme. So. Davon abgesehen ist das hier ein Problem sozusagen, dass die 2 Nullteiler ist, dass die 2 die 0 teilt. Gibt es eigentlich normalerweise nicht. So. Und zwar im Sinne von Nullteiler, das heißt, die andere Zahl, die ich an die 2 heranmultipliziere, ist auch nicht 0, nämlich 2. Gut, hier habe ich keine Nullteiler. Wenn ich die 0 rausnehme, bin ich trotzdem noch abgeschlossen. Also die 0 kommt nicht mehr als Ergebnis raus und alle anderen Gesetze sind erfüllt. Alle anderen Axiome insofern ist Z5 ohne die 0 mit der Multiplikation eine Gruppe. Ganz allgemein kann man aber festhalten, Satz ZM mit der
Restklassenmultiplikation ist eine kommutative oder abelsche tative Halbgruppe mit 1-Element oder mit Neutralelement, ne? Wie viel Zeit haben wir noch? 10 Minuten? Oh, dann schaffe ich noch was. Wenn wir noch 10 Minuten haben, schaffe ich noch was. Wir definieren uns jetzt eine weitere Struktur.